Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal wieder ein Video aus Uruguay. Ich bin schon mit meinen Sachen hier auf dem Roller unterwegs. Denn ich treffe mich jetzt wieder mit Jan und Annika vom Follow Your Feet Reiseblog. Denn wir wollen heute auf den zweithöchsten Vulkan Balis steigen. Deshalb hole ich sie jetzt von zu Hause ab. Vorher nochmal eine Runde tanken. Und dann geht's ab zum Trekking auf dem Vulkan. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich habe jetzt nochmal aufgetankt, sonst wäre ich nicht annähernd berg hochgekommen. Und bin gespannt, wie anstrengend das wird. Ich habe nämlich schon ein bisschen Muskelkater von gestern im Po. Und ich hoffe, das kriege ich trotzdem hin. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Boah, hier geht's so steil hoch. Ja, nicht weit von dem Batur-Vulkan entfernt. Zwischen uns ist nur noch der große See, den ihr vielleicht jetzt schon auf den Bildern gesehen habt. Und wir sind hier mitten im Wald. Wir müssen gleich so einen Trekking-Pfad hoch. Hier ist niemand, nicht mal Locals. Das ist so cool. Ich hoffe, man sieht ein bisschen, wie steil der Weg hier hoch geht. Da vorne läuft Annika. Da der Jan. Da unten könnt ihr jetzt den Vulkansee sehen vom Batur. Und das sieht von hier oben schon mal richtig beeindruckend aus, da hier einfach an den Hängen die Dörfer sind. Was man da auf dem Wasser sehen kann, sind wahrscheinlich Fischzuchtanlagen oder Muschelzucht. Wir wissen es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall überall auf dem See. Ja, und jetzt geht's weiter. Leute, schaut euch mal diesen Wald hier an. Mit den ganzen Flechten, die hier so runterhängen. Und den 3-4 Meter großen Farn. Das sieht so krass aus. Hier, das ist ein Farn. In Deutschland sind die einfach so winzig und hier ist das ein ganzer Baum. Oh Leute, da waren wir hoch. Sehr neblig. Jetzt fängt es natürlich auch noch an zu regnen. Wir sind natürlich nicht dafür ausgerüstet. Wobei, ein Regencape haben wir alle bei, oder? Ja, wir haben einen Regencape dabei. Okay. Und schaut mal, wie krass es hier runtergeht. Crazy. Erstmal Regencape überziehen, sonst sind wir direkt klitschnass. Da drüben wieder der Batur, der See. Und hier geht's hoch. Noch viel, viel weiter. Schaut euch mal an, wie krass hier der Boden ausgewaschen ist. Wir sind so übelst angestrengt. Das ist unglaublich. Es geht so steil hier runter, ist so krass. Aber die beiden schlagen sich gut. Hat schon seine Berechtigung, warum hier keine Touristen sind. Auf jeden Fall. Die sind jetzt komplett nass und haben bestimmt noch 2/3 des Weges vor uns, oder die Hälfte. Der Gang, Abung, Genung, Abung. Abang, Abang, so heißt er. Abang. Er hat uns geschlagen, wir geben auf. Und dann noch bei dem Regenwetter, das ist echt hart. Bringt einfach nichts, die Strecke ist der Wahnsinn. Und mit dem Regen und den Wolken siehst du oben sowieso nichts. Nur die Technik, ja. Bevor die jetzt ertrinkt und kaputt geht. Ja, ich habe echt schon Schiss um meine Kamera. Deswegen, ich glaube, wir haben uns auch gut geschlagen bei dem Wetter. Ja. Also schaut auf jeden Fall mal bei Jan und Annika im Kanal vorbei, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir gehen jetzt zurück. Schön vorsichtig, denn der Weg ist echt rutschig geworden. Annika steht auch schon da unten. Jetzt geht's zurück. Es ist echt ein bisschen zu gefährlich. Und ja, man muss eben auch auf sein eigenes Leben ein bisschen Acht nehmen. Das ist nicht wie beim Batur, wo dann überall Gruppen rumgeführt werden. Hier ist einfach niemand. So kann man auch keine Hilfe holen. Das ist dann echt zu gefährlich. War ja trotzdem ein richtig cooles Abenteuer, hat Spaß gemacht. Jetzt geht es auch noch den ganzen Weg zurück und dann wieder eine Rollerfahrt. Es macht ja immer so Spaß, hier auf Bali mit Roller rumzufahren.
Und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Da, wo wir umgekehrt sind, wären wir nicht mal auf der Höhe des Batur gewesen. Das wäre einfach echt noch viel zu weit gewesen. Locker noch 400 Höhenmeter. Und das bei dem Wetter ist wirklich krass. Schaut euch das mal an. Man kann fast gar nichts mehr sehen, weil die Wolken hier einfach so hochziehen. Da unten ist der See. Und da drüben der Batur. Jetzt geht's weiter, fahren wir den Kraterrand entlang und gehen erstmal schön lecker was essen. Dafür, dass wir den Aufstieg nicht ganz geschafft haben heute. Seht ihr das ganze schwarze Gestein hier unten? Das ist erkaltete Lava und das ist der Batur und das kam eben alles bei der letzten Eruption 2000 raus. Richtig krass, was das für eine riesen Fläche ist. Ich habe jetzt schon seit 1 Kilometer den Motor einfach aus und roll einfach ohne Motor runter. Das ist so cool. Wir fahren jetzt hier mitten ins Lavafeld rein. Hier liegen schon überall so Lavagesteine. Das ist so krass. Und da kann man einfach schon die Spitze des Baturs sehen, wo ich gestern Nacht drauf war. Und jetzt fahren wir einfach mitten durch die ganzen Felder. Der Batur, den ihr eben hier sehen könnt, ist das letzte Mal im Jahr 2000 ausgebrochen. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe. Wenn ihr auf Bali seid, empfehle ich euch auf jeden Fall zu diesem Lavafeld nochmal mit dem Roller hinzufahren. Das war auch nochmal ein voll krasses Erlebnis, hier den Vulkanrand runterzufahren. Es geht so steil runter, vielleicht 300 Höhenmeter, aber es ist einfach so krass da runterzufahren. Einfach Motor ausmachen und runterrollen lassen, richtig die Bremsen anziehen und ja, mega krass. Und jetzt diese surreale Landschaft mit dem Batur, ist einfach schön. Hammer Leute, Hammer. Fällt mir so gut. Und dennoch mit den beiden richtig, richtig cooler Tag mal wieder. Ich wollte euch mal das Lavagestein hier vom Nahen zeigen. Denn ja, hier sind ja so Flechten drauf gewachsen. Aber es ist auch extrem leicht. Also es sieht so schwer aus, aber es sind halt viele Luftkammern da drin. Und dadurch ist es halt extrem leicht. Wieder zieht ein Gewitter auf, Leute, jetzt schnell weg. Aber eins will ich euch noch sagen, denn das, was ihr hier seht, der ganze Rand, das ist die Caldera, so heißt das. Da müssen wir wieder hoch, bevor es wieder richtig anfängt zu schütten. Und ja, alles, was hier Lavafeld ist und auch da der eigentliche Vulkan, das war vor 2000 Jahren etwa alles ein Vulkan, also alles mit Lava, oder mit Magma heißt es ja, wenn es in der Erde noch drin steckt. Kaum zu glauben, dass es so riesig war. Schaut euch mal an, wie sich der Vulkan jetzt nach 2 Minuten zugezogen hat. So krass mal wieder. Jetzt geht's wieder zurück nach Ubud. Wir haben eben noch zusammen einen Kaffee und einen Tee getrunken, ein bisschen Schokolade gegessen und ein bisschen gequatscht. War auf jeden Fall ein richtig schöner Tag heute und ich habe ja gar keinen Bock jetzt noch zum Tanalo-Tempel zu fahren, weil es einfach noch so ein weiter Weg ist und es ist einfach heute so ein Chillwetter und ich sitze hier mit meinem ganzen Backpack auf dem Rücken und hier zwischen noch auf dem Roller, bestimmt 90 Kilometer, um dann vom Tempel noch aus bis nach Kuta zu fahren, wo ich dann meine Unterkunft für die Nacht habe. Das wird anstrengend, aber jetzt erstmal ein bisschen lecker essen gehen, mein Lieblingsrestaurant Ubud. Und dann geht's weiter.
Nach einem leckeren Essen in Ubud bin ich jetzt wieder auf dem Roller. Es geht zum Tanalo-Tempel. Der soll wohl richtig, richtig schön sein. Steht wohl mitten im Meer auf einem kleinen Felsen. Da treffe ich nochmal letztes Mal den Russen. Und dann geht's nach Kuta. Also heute ist echt ein krasser Roadtrip hier auf Bali mit dem kleinen Roller. Aber er schlägt sich wacker. Manchmal geht der Motor einfach aus, wenn ich an der Ampel stehe. Da geht er einfach aus. Aber einfach neu starten und dann geht's weiter. So, jetzt ist er zum Beispiel einfach ausgegangen. Und er hat manchmal kleine Startschwierigkeiten. So, da ist er wieder und wir gehen jetzt zum Tanalo-Tempel. Ich bin froh, dass es noch geklappt hat pünktlich, weil bald wird es dunkel. Und gerade ist nicht so viel Wasser hier, aber dafür umso mehr Menschen. Richtig krass, wie voll das hier ist. Auch wenn ich jetzt mit meinem ganzen Gepäck hier unterwegs bin, und das ist schon einiges, dann ist es hier trotzdem immer noch echt schön. Vor allem hier die Felsen und die Brandung, das ist schon echt mega cool. Jetzt bin ich im Wasser, geil. Ich muss hier echt aufpassen, dass ich nicht mit meinen ganzen Klamotten ins Wasser falle. Komplett nass geworden. Mein Rucksack auch ist komplett nass. Und ja, das ist so, ja, naja, ist okay. Meine Kamera ist auch mega nass geworden, aber zum Glück ist nichts weiter passiert. Bin ich mega froh drüber, sonst wäre ich jetzt echt am Ende gewesen. Nach einer Woche in Ubud auf dem Festland ist es auch mal wieder ganz schön, direkt hier am Wasser zu sein. Es ist auch direkt 2-3 Grad wärmer, das merkt man direkt. Ich gehe gleich noch was mit dem Russen essen. Nach einem leckeren Abendessen geht's jetzt endlich nach Kuta. Nochmal eine Stunde Fahrt. Aber das Essen war mega lecker. Ich habe jetzt wirklich fast gar kein Geld mehr. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach US-Dollar umtauschen, weil ich davon noch genug habe. Ja, und dann habe ich wieder Geld für die nächsten 2 Tage, bis dann mein Flieger nach Bangkok geht. Ich bin jetzt hier in der Unterkunft angekommen und Leute, ich bin wirklich, wirklich müde. Mit dem Roller bin ich heute über 220 Kilometer gefahren, das muss man sich mal vorstellen. Aber es hat auch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Noch eine richtig coole Sache ist, dass ich mich in ein 8-Bettzimmer eingemietet hatte für 4 Euro die Nacht und jetzt habe ich einfach ein Upgrade bekommen und habe ein ganzes Zimmer für mich alleine. Keine Ahnung warum, ist halt einfach so. Nehme ich mal so hin. Auf jeden Fall ein guter Abschluss. Ich gehe jetzt schlafen, denn morgen geht es schon wieder früh raus. Ich habe eine ziemlich, ziemlich coole Sache vor. Also seid auf das neue Video gespannt.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr hier in der Mitte meinen Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Hier verlinke ich euch die ganze Weltreise-Playlist, wenn ihr noch nicht alle Videos gesehen habt. Und hier das letzte Weltreise-Video. Also schaut vorbei. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.